Die Flasche zeigt das einfach komplett in den Wald. Da kriegen wir keine Fotos, keine Grillen. Das war hoch. Ich glaube, die müssen dann einfach anders. Ja, erstmal hoch. Wie geht's denn jetzt? Okay, Johnny ist auch hoch. Linse? Ja, aber. Linse vorne nach oben. Linse vorne nach oben. Passt, ja. Kannst du wieder hochklappen? Ja, vielleicht. Weiter. Jalla. Dann passen wir jetzt noch so einen Kopf auf hier. Hier kann man überall übel anstoßen. Sag der mit dem Eimer, ey. Super. Ist hier noch was für die Jagdtasche? Ach! Look at the Männer! Geil! Ja, ich bin ja, was ist denn? Du auch noch was? Ich bin gerade im Supermarkt oder was? Ja, ich war gerade noch mal kurz drin. Alles klar. Hallo nochmal von uns aus der Lausitz, hier direkt aus dem Tagebau von Nierenschwalde. Wir sind seit 2:30 Uhr hier und haben einen Bagger besetzt und jetzt ist es langsam Mittagszeit und die Polizei ist hier, das Wetter zieht sich zu und wir hatten einen super erfolgreichen Start in unser Aktionswochenende von Ende Gelände und wir haben jetzt selbstbestimmt entschieden, hier runterzukommen, gehen hier vorsichtig und bedacht runter und fühlen uns gerade alle ganz gut aufgeregt, hoffen, dass die Polizei respektvoll mit uns umgeht, freuen uns total über solidarische Grüße von euch und sind aber einfach mega froh, dass wir so einen guten Tag hatten und so erfolgreich waren und diese Baggerbesetzung gemacht haben, um das Kohlegesetz, was nächste Woche verabschiedet werden soll, zu kutten. Damit haben wir wieder einmal bewiesen, dass Kohleausstieg Handarbeit ist. Super. Hallo. Da auf eine Hand. Vorne? Vorne? Ja. Der ist schwer, ne? Theo kommt auf einmal hoch, ja? Nee, gar nicht. Achso. Aufnahme beginnen für Person 10. Einmal folgen bitte.
Dann hier nochmal die Belehrung. Sie sind beschuldigt am Strafverfahren. Mhm. Ihnen vorgeworfen aus Friedensbruch, Nötigung und Störung von öffentlichen Betrieben. Deswegen sind Sie beschuldigt am Strafverfahren. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Sie haben das Recht, einen Anwalt hinzuzuziehen. Und Sie haben das Recht, Beweisanträge zu stellen. Haben Sie das soweit verstanden? Ja. Ja, alles klar.